bist du. Weiß nicht genau, wann hier die Sonne erscheint. Mit dem Kopf im Sand kann man kaum was sehen. So sehr herzlich für diese heute endende Idee dieser Stadt möglichst viele schöne Lieder zu geben. Wir möchten euch bei euch dafür bedanken, dass ihr diese Idee wie eine Fackel weitergetragen habt. Und wir haben den geschmackssichersten und verlässlichsten und besten Mischer dieser Stadt, Jörn Nettingsmeier. Und wir haben den besten Bruder in Sachen, was macht man hier zusammen? Humorvoll, selbstironisch, kaum zu schlagen. Grande, il grande del Grand, Markus Meyer. Und wir haben man sieht halt ja, wenn man hier auf der Bühne steht und nach vorne guckt, man sieht ja gar nicht, wie schön, berührend, durchgescheppert und speziell diese Bilder sind. Und die kann einfach nur einer in dieser Stadt voller Kackstifte. Jimmy Gugic! Daniel Gugic! Fürs Finale nochmal. Mann, ey, was für ein Line-Up. Hier. Ich kaufe mir morgen 2 Trimräder auf dem Flohmarkt, verdammte Scheiße. Tour de Vinyl! Ich will noch in diesem Leben so gut Saxophon spielen können wie Jan Klare, so gut Schlagzeug spielen können wie Simon Kamata, so gut Tasten spielen können wie Oliver Siegel, so gute Witze im Backstage-Raum erzählen können wie Oliver Siegel, der mir sagte, dass er eines Tages bei Johannes Heesters an der Tür schellt. Johannes Heesters macht auf und der Gast sagt, hallo. Und Johannes Heesters fragt, wer sind Sie? Und der Gast sagt, ich bin der Tod. Und Johannes Heesters dreht sich um und ruft, Simone ist für dich! You are so me!
Und ich möchte mir in meinem nächsten Leben so gute Bandnamen ausdenken können. Wie Lee Buddha. Stanley Buddha. Der beste Tänzer mit dem Ball, den unsere verbrannte Erde namens Ruhrpott je gesehen hat. Denn an Gott kommt keiner vorbei, außer Stanley Buddha. Lee Buddha und Ben! Mit euch zusammen, die Scheiße geht ja weiter. Ihr kommt ja nicht raus, ne? Mit 2010ern ist uns total egal. Das war nur so ein Experiment. Das geht immer weiter. Dann ist mal hier und mal dort. Bis wir euch alle an den Hammelbeinen. Ich eigentlich die Scheißwette jetzt verloren oder gewonnen? Ja! Verloren, ne? Hat er gewonnen?